hier in der Friedrich-Ebert-Halle bei der G-Man Fight Night. Und wow, was für ein Sieg über die vollen Runden. Max Geier, neuer WBC Mediterranean Junior Title. Einfach abgeräumt, 8 Runden dominiert. Dein Gegner hat bereits in der 4. Runde geblutet. Wie war dein Gefühl? Wir haben im 1. Interview schon darüber geredet, dass du gesagt hast, ich gehe über die vollen Runden. Du hast es auch gemacht. Wie war dein Gefühl im Kampf? Ja, das Gefühl war gut. Ich wusste, ich darf mich nicht mit dem prügeln. Im Stand und den Fight waren seine Stärken. Und wie gesagt, ich habe dir gesagt bei der Pressekonferenz, wie ich es machen werde. Und ich habe es auch genauso gemacht. Also Gameplan von mir perfekt aufgegangen. Besser hätte es nicht laufen können. Und ich bin jetzt auch mega happy. Mir ist ein mega Stein vom Herzen gefallen. Hatte eine stressige Zeit die letzten Wochen. Und ja, bin jetzt einfach mega happy. Gab es denn was, was dich überrascht hat, wo du gesagt hast, wow, hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet? Boah, also ich habe mir auch Kämpfe von ihm angesehen und so. Ja, ich wusste ja, dass er hart im Nehmen ist, aber ich habe den die rechte Bauchseite sehr gut bearbeitet. Ich habe schon gedacht, dass der da mal zu Boden geht, aber er hat da tatsächlich mehr weggesteckt, als ich gedacht habe. Jetzt, neuer WBC-Titel hast du dir ergattert. Wie geht's weiter? Was steht in Zukunft an? Ja, also von Kämpfen und so, das war jetzt erstmal der Plan, den wir bisher hatten, den abzuräumen. Haben wir auch geschafft. Für mich sportlich sieht es jetzt erstmal so aus, ich bin jetzt bald mit der Ausbildung fertig und werde mich danach dann erstmal ein Jahr nur aufs Boxen konzentrieren. Werde runter zu meinem Gym ziehen und dann 2-3 Mal am Tag Vollgas geben. Erzähl uns ein bisschen was über dein Gym, wo liegt das genau und wer ist dein Trainer? Mein Trainer ist der Daniel Tischer, den kennt man auch schon von Lukas Cinquionzi. Er ist unter anderem auch Präsident vom HBV, Hessischen Boxsportverband. Ich trainiere mit ihm im Gym Black Wolves in Wiesbaden. Das ist von meinem Promoter und Manager Fatih Altunkaya. Haben da auch Samir Kulali als Head Coach. Das ist einfach ein super Team um mich drumherum, super Stimmung. Und ja, besser könnte es nicht sein. Max, du hast mir schon gesagt, Merle, ich will erstmal ein Bier trinken. Das hast du dir mehr als verdient. Du hast eine Wahnsinnskulisse hier gehabt. Wahnsinnig viele Fans mitgebracht, die ordentlich gefeiert haben jetzt beim Sieg. Wie wird der Abend ausklingen? Ja, ich habe eben gesagt, ich brauche erstmal ein Bier und mit dem Bier wird er wahrscheinlich dann auch ausklingen, ja. Das klingt gut. Wir wünschen dir viel Erfolg in deiner weiteren Karriere und bis bald. Vielen Dank. Ciao.